übernehme die Jungs von In My Days. Am Wochenende, da habt ihr gespielt beim Summertime Festival, präsentiert von Pop 10. Und wir haben das Summertime Festival letzte Woche schon vorgestellt mit Veranstalter Dwayne Roberts hier in der Live-Schalte. Nun mal euer Kommentar dazu. Ihr wart vor Ort, ihr wart eine Band, ihr stand auf der anderen Seite, also auf der Bühne. Wie war das Feeling dort vor Ort in diesem Park in Wolfenbüttel? Es war super schön organisiert. Entschuldigung. In Wolfenbüttel quasi, Dwayne hat sich da unfassbar viel Mühe gegeben. Also man sieht, dass es ein kleines Festival ist, auf jeden Fall da noch Potenzial hat zu wachsen. Aber es steckt halt viel, viel Liebe drin. Also es ist halt nicht so mega kommerziell und groß aufgeblasen, ja auch für einen guten Zweck und Non-Profit und so. War schön. Ja, es war von der Zuschauerzahl her, war es okay. Ja, ich hätte ein bisschen mehr sein können, einfach auch für den Dwayne, hätte ich es mir gewünscht. Aber es war ein super Festival. Wir haben unsere Reporterin Alena, unsere Pop-10.de-Reporterin, mal losgeschickt. Sie hat uns sehr viele Fotos geschickt vom Festival direkt. Und da sieht man es auch. Also die Leute sind eigentlich gut gelaunt auf dem Festival vor Ort beim Summertime. Also hier diese zwei Müllmänner. Und die Bühne ist eigentlich sehr schön, aber man sieht es schon, es hätte ruhig ein bisschen voller sein können. Hier unser Gewinner, der Tickets gewonnen hat bei Pop 10, der versprochen hat, Free Hugs zu verteilen. Habt ihr den gesehen? Nee, habt ihr nicht. Aber da seid ihr. Nun ist ja im letzten Jahr viel passiert für euch. Das ist nur eine Nummer gewesen beim Summertime Festival. Inzwischen seid ihr bei der Booking-Agentur. Es läuft noch immer X-Factor, wo ihr ziemlich erfolgreich im Moment dabei seid. Wie ist denn jetzt das, was ihr eigentlich noch erwartet? Wie gehen die nächsten Schritte für In My Days? Es kann ja nicht nur bei einem Festival sein. Es muss ja nächstes Jahr weiter geplant werden, Jungs. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, euch die Agentur ist ja ein ziemlich starker Partner, halt einfach mit Extra-Tours und Bands, die dahinter hängen oder mit uns zusammen einen starken Booker. Erstmal wollen wir uns die Platte fertig machen. Das ist ja das, wir arbeiten schon seit einem halben Jahr jetzt mittlerweile dran und wollen die im Januar bringen und wollen dann halt auch im nächsten Jahr dann mit dieser Platte auf Tour gehen, auch Support spielen und auch Festivals spielen wieder nächstes Jahr. Diesmal haben wir auch 3, 4 mitgenommen. Ja, kontinuierlich weiterarbeiten, wie immer, fleißig sein. Und vielleicht auch jede Menge Input aufsaugen bei solchen Events wie dem Summertime Festival. Da waren ja noch andere Bands, also viele lokale Bands, aber es gab auch eine Band. Tino, welche Band hat dich da so richtig gekickt beim Summertime? Da war I Heart Sharks, die waren super. Ja, wirklich. Ich habe das Gefühl, I Heart Sharks im Moment sind sowieso die Lieblinge von allen. Ich habe auch ein paar Fotos gesehen von I Heart Sharks. Lass uns mal ein bisschen runterscrollen. Dann sehen wir auch I Heart Sharks, die so ein bisschen ihre Leuchtstabnummer gemacht haben, wie wir sie jetzt auch genau, schon vom Berlin Festival kennen. Was ist besonders bei I Heart Sharks gewesen auf dem Summertime Festival? Ja, die haben halt eine mega Show gemacht, ja. Also die war wirklich super. Der Sänger hat da, glaube ich, alle in seinen Bann gezogen. Ja, da hast du, wenn du nach vorne geguckt hast, haben alle da schon und sich einfach bewegt zu der Musik. Das war super. Ansonsten die Menschen vor Ort, du hast mir gerade eben erzählt, Steven, das war schon so, dass man, naja, man musste sich schon dann doch, weil es weitläufiges Gelände ist, doch schon irgendwie ran geordern. Genau. Das lag aber auch, glaube ich, an der Musik. Also die ersten Bands, die da waren, waren halt also alles schöne Bands, super Bands, aber die waren halt zum Teil auch so ein bisschen jazzig angehaucht und zum Teil auch balladesk irgendwie so ein bisschen. Sodass die Leute dann halt erst vor der Bühne saßen und sagten, okay, ich höre mir das an, das ist schön. Und der Dennis musste da viel ackern und sagte dann, okay, ich gehe jetzt hier nicht weiter, bis hier nicht vor der Bühne steht. Hat das geklappt? Hat super geklappt, ja. Wenn jetzt das Summertime Festival, ihr habt ja einige Events und Festivals in diesem Jahr gesehen, wo ihr gespielt habt, wo ihr auch nur als Besucher da wart. Wenn ihr das jetzt einschätzt, Potenzial für die Zukunft, wie schaut es aus für dieses noch sehr kleine Festival in Wolfenbüttel? Ich sehe da super viel Potenzial drin, auf jeden Fall. Weil das Wolfenbütteler Publikum ist sehr, sehr dankbar. Also auch mit dem Beifall und mit dem danach und Fotos machen und so. Und ja, das Festival muss halt einfach gesund über Jahre wachsen, glaube ich, halt einfach. Und dann ist das eine tolle Sache. Also durchhalten für den Veranstalter ganz wichtig. Auch wenn vielleicht es nicht die Riesenmenge war, die da jetzt am Wochenende war. Ich meine, 700 Leute sind auch nicht schlecht. Genau. Ich weiß von Dwayne, sie hätten sich gerne 1000 gewünscht, aber da ist 700 nicht weit entfernt von. Genau. In My Days waren auf dem Summertime Festival und haben für uns mal gecheckt. Den Bericht dazu, den gibt es online auf pop10.de. Unsere Redakteurin Alena hat euch die Fotostrecke dort gepostet. Findet ihr unter Neue Musik und dort in der Abteilung Festivals und Konzerte.